Du siehst hier drei Aufgaben, bei denen du dein Wissen von gleichschenkligen und gleichseitigen Dreiecken ein bisschen anwenden kannst. Und von der Vorgehensweise würde ich vorschlagen, mache ich das genauso wie in all den anderen Videos vorher auch. Ich erkläre dir am besten vorher einmal noch mal ganz kurz die Aufgabenstellung und gebe dir vielleicht irgendwelche Hinweise, wenn ich das für sinnvoll halte. Und dann machst du am besten Pause und probierst dich selber aus. Ganz wichtig, wenn du dir das Video jetzt einfach nur anschaust und dann meine Lösungswege siehst, dann hilft dir das definitiv nicht, weil du ja nur durch eigenes Denken wirklich was lernst. Das heißt, das ist wirklich nicht nur eine Empfehlung, sondern ich würde dich wirklich auch darum bitten, sogar das Video anzuhalten und die Aufgabe selber durchzurechnen. Und hoffentlich hast du sogar einen anderen Lösungsweg als ich, weil dann siehst du mal ein paar verschiedene Perspektiven, wie man so Aufgabenstellungen angehen kann. Okay, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal willkürlich mit dem hier oben an. Also, eine wichtige Information zum Beispiel, die ich dir jetzt noch geben muss vorher, ist, dass wenn du so eine Zeichnung siehst, darfst du nie davon ausgehen, dass die maßstabsgetreu ist. Also vor allem dann nicht, wenn nicht mal irgendwas dazu geschrieben ist, so wie hier. Zum Beispiel, hier steht ja da, oder hier ist ja eingezeichnet, dass die Seite CB oder BC kongruent ist zu BD. Und ganz offensichtlich, zumindest von der Zeichnung, sind die nicht zueinander kongruent, weil die Seite hier wesentlich kürzer ist als die hier. Und genauso sehen die Winkel hier zumindest aus wie 90 Grad Winkel. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auf 90 Grad Winkel sein müssen. Also lass dich am besten immer von der Zeichnung nicht irritieren, sondern guck wirklich immer nur auf die harten Fakten sozusagen, was du mathematisch zeigen kannst. Und das ist dann auch wirklich die Wahrheit, die du glauben kannst. Okay, also in diesem Konstrukt, nenne ich das mal, in dieser Zeichnung hier, hast du also gegeben, dass diese drei Seiten hier, durch die ich jeweils einen Strich durchgemacht habe, dass die zueinander kongruent sind. Und gesucht ist der Winkel hier unten, den ich mit Alpha betitelt habe, und den Winkel hier oben, den ich einfach mal Beta genannt habe. Okay, dann mach am besten Pause und versuch dich mal. Und wenn du wieder anmachst, dann zeige ich dir mal, wie ich das Ganze angegangen bin. Okay, so, jetzt kommt meine Lösung. Also ich habe hier unten einfach angefangen und habe nur das kleine Dreieck hier mir angeschaut, also das Dreieck ABC. Und in dem Dreieck ABC ist ja die Seite AC genauso lang wie die Seite BC. Das heißt, es ist ein gleichschenkliges Dreieck. Und bei gleichschenkligen Dreiecken ist es ja so, dass die Basiswinkel, also der Winkel hier links und der Winkel hier rechts, dass die beide zueinander kongruent sind. Naja, ist ja ganz praktisch, weil der hier links ist ja schon gegeben, also muss der hier rechts genauso groß sein. Also ist der auch 31 Grad. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dann sind die beiden zusammen natürlich 62 Grad. Und der Winkel hier oben, den ich jetzt einfach mal in Pink einzeichne, der hier, der muss ja dann 180 Grad sein, minus diese 62 Grad hier, damit man halt insgesamt auf 180 Grad kommen würde. Also 180 minus 62 sind 120, 118 Grad. 118 Grad. Okay, wie geht's weiter? Also ich kann ja zum Beispiel jetzt hier noch keine direkte Angabe daraus schließen, warum oder wie groß Alpha sein sollte, nur weil ich jetzt weiß, wie groß der Winkel links daneben ist. Aber ich würde hier oben weitermachen. Und zwar AC und CD bilden zusammen ja auch die Strecke AD. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen genauer sein. Ich habe dir das nicht vorher gesagt, das war vielleicht ein bisschen geschummelt. Hoffentlich ist es dir nicht aufgefallen. Ich habe ja vorhin noch gesagt, dass du nicht darauf oder dass du darauf achten musst, dass Zeichnungen nicht maßstabsgetreu sein müssen. Das heißt, ganz genau genommen habe ich dir vorher nicht gesagt, dass AD auch eine Strecke ist. Das heißt, dass hier sozusagen, dass der Winkel ACB und der Winkel BCD, dass die zueinander komplementär sind, dass die 180 Grad bilden müssen. Also ich hätte zumindest sowas sagen sollen wie AD ist zusammengesetzt aus der Strecke, aus den beiden Teilstrecken sozusagen AC plus CD. Na gut. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen und du hast einfach angenommen, dass das hier sozusagen auch eine große Gerade ist, AD, dann ist ja alles gut. Okay, also, wie hier oben geschrieben, AD ist eine Gerade. Das heißt, der Winkel hier und der Winkel, den ich jetzt noch einzeichne, die müssen zusammen 180 Grad ergeben. Das heißt, der Winkel hier rechts muss 180 Grad minus 118 Grad sein. Und das sind dann ja 180, 100, okay, mache ich es andersrum. 180 sind 70, minus 18 62 Grad. Also ist der Winkel schon mal 62 Grad. Und dann habe ich mir, oder schaue ich mir einfach das Dreieck hier rechts an, also das Dreieck BCD. Und in dem Dreieck BCD
sind ja die beiden Seiten hier, also BC und BD, zueinander kongruent. Es ist also auch ein gleichschenkliges Dreieck. Immer ganz vorsichtig sein, dass man die richtigen Begriffe benutzt. Das heißt, auch da wieder sind die Basiswinkel gleich groß und einer der Basiswinkel ist in dem Fall Beta, der ist ja der Winkel zu der Seite BC und der muss ja dann genauso groß sein wie der andere Basiswinkel und von dem wissen wir schon, dass er 62 Grad ist. Also kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass der auch 62 Grad sein muss. Und ja, mit Alpha kann ich genau das gleiche machen, wie ich hier oben auch mit dem Winkel gemacht habe. Wenn die beiden hier jeweils 62 Grad sind, dann sind ja beide zusammen 124 Grad und Alpha muss dann ja 180 minus 124 Grad sein. Also 180 Grad minus 124 Grad. Und machen wir mal ein bisschen lesbarer. Zack, zack. Und das sind dann ja 60, sind 56 Grad. 56 Grad. Super. Okay, damit habe ich ja alle Winkel ausgerechnet in den beiden zusammen. Wenn du Spaß dran hast, kannst du natürlich den Winkel hier auch noch ausrechnen und hast dann von dem großen Dreieck ABD auch noch alle Winkel. Aber das lasse ich jetzt mal dir überlassen. Ich mache weiter mit dem Dreieck hier unten. Diesmal nur ein Dreieck. Wieder die beiden Seiten hier sind zueinander kongruent. Und gefragt ist, wie groß ist der Winkel hier unten, also der Winkel Gamma. Du bist wieder dran, mach kurz Pause und dann zeige ich dir meine Herangehensweise. So, da bin ich wieder. Das ist, glaube ich, diesmal eine etwas leichtere Aufgabe. Das ist ja wieder ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, du weißt jetzt definitiv schon, dass die beiden Winkel hier unten gleich groß sein müssen, also dass der Winkel hier unten auch Gamma ist. Na, Gamma ist immer ein schwieriger Buchstabe zu zeichnen. Naja, machen wir es so. Das heißt ja im Endeffekt, der Winkel hier oben ist 36 Grad. Das heißt, für die beiden hier unten bleibt ja noch 180 minus 36 Grad übrig. Also 180 minus 36 sind 150, sind 144 Grad. Und diese 144 Grad müssen sich die beiden Winkel hier unten ja jetzt irgendwie gerecht aufteilen, sozusagen, dass jeder gleich viel abbekommt. Also 144 durch 2 sind 70, sind 72 Grad. 72 Grad. Okay, das war, glaube ich, wirklich ein bisschen leichter. Also kommt jetzt nochmal ein wirklich schönes Problem, da kann man ein bisschen mehr drauf denken. Und zwar, die Frage ist, alle Seiten sind hier kongruent zueinander. Und der Winkel hier oben ist auf jeden Fall 90 Grad. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist der Winkel HJL? Also hier ist H, hier ist J und hier ist L. Also ist sogar eine Seite gar nicht eingezeichnet. Das hole ich jetzt mal nach. Die Diagonale hier sozusagen. Also wie groß ist dieser ganze Winkel? Jetzt bist du wieder dran. Okay. Meine Herangehensweise ist die folgende. Ich habe mir gesagt, ich brauche diesen ganzen Winkel hier, diesen ganz großen. Also der besteht ja einmal aus dem Winkel hier und aus dem Winkel hier. Das heißt, wenn ich die beiden einzelnen Winkel ausrechnen kann, dann brauche ich hier nur beide addieren und habe dann auf jeden Fall die Größe von dem ganzen Winkel. Und ich habe am besten, oder ich fange am besten mal mit dem hellblauen jetzt hier an, weil das hier ist ja wieder ein Dreieck. HIJ. Oder das, was dir am ehesten helfen wird, wenn du solche Aufgabenstellungen siehst oder generell, wenn du irgendwelche Figuren siehst, ist eigentlich, wenn du diese Figuren immer versuchst, in möglichst viele andere Figuren zu zerlegen, von denen du halt im Endeffekt dann auch schon relativ viel weißt. Also du kannst dir jetzt natürlich, wenn ich das einfach nur anschaue, sieht das ein bisschen aus wie ein Haus, das auf der Seite liegt. Aber das wird mir ja nicht nützen, weil über die Figur Haus weiß ich halt einfach mal gar nichts oder echt wenig. Also gucke ich mir einfach nur dieses Dreieck hier oben an. Und das ist schon ein bisschen praktischer, weil wenn alle Seiten gleich lang sind, weiß ich, dass auch alle Winkel gleich groß sind. Also muss das hier auch der hellblaue Winkel sein und das hier auch. Und noch viel besser, ich weiß sogar, dass die alle 60 Grad groß sind. Soweit so gut, ist ja nur die halbe Miete jetzt sozusagen gewesen, weil ich brauche ja den Winkel hier auch noch, den roten. Und der ist aber auch nicht schwer zu lösen. Und zwar wieder mit der gleichen Herangehensweise wie eben, versuche ich mir jetzt wieder einfach, oder ich versuche einfach das zu sehen, was ich brauche, mehr oder weniger, oder wovon ich wirklich Ahnung habe. Und zwar ist das hier, was ich jetzt in Rot nachzeige, auch wieder ein Dreieck. Und das Wissen mache ich mir natürlich zunutze, weil ich weiß, dass die Seite hier genauso groß ist wie die Seite. Das heißt, ich weiß schon mal, das ist wieder ein gleichschenkliges Dreieck, bei dem die beiden Seiten gleich groß sind. Also muss der Winkel hier oben genauso groß sein wie der Winkel hier unten. Okay, nützt mir noch nicht ganz so viel, weil ich noch keine Angabe von irgendeinem anderen Winkel habe, also keine echte Zahlenangabe sozusagen.
Aber ich weiß jetzt schon mal, oder ich weiß zumindest, dass der Winkel hier unten 90 Grad sein muss. Ich verrate jetzt mal nicht, warum der Winkel hier unten 90 Grad sein muss, sondern das überlasse ich dir als Zusatzaufgabe sozusagen. Du hast viele Möglichkeiten daran zu gehen. Einmal weißt du, dass der Winkel hier oben schon 90 Grad ist, also vielleicht kriegst du es darüber raus. Oder es hätte sogar ausgereicht, wenn ich dir einfach nur sage, dass das Ganze hier JKLI oder IJKL, mach es lieber so rum, ist ein Rechteck, bei dem alle Seiten gleich groß sind. Das müsste schon ausreichen, damit du beweisen kannst, dass dann auch alle Winkel 90 Grad sein müssen. Okay, aber das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ich wollte jetzt noch zeigen, wie groß dieser Winkel hier ist. Also wenn der hier 90 Grad ist, dann, weil das ja hier beides Basiswinkel sind, müssen sich die anderen 90 Grad ja auch wieder gleichmäßig auf die beiden Winkel aufteilen. Also 90 durch 2 sind 45 Grad. Also ist der Winkel hier oben 45 Grad. Ah, das kann man nicht gut lesen. Also ist der hier 45 Grad und der Winkel hier unten ist auch 45 Grad. Okay, und damit habe ich ja HJL im Endeffekt schon ausgerechnet, weil 60 plus 45 sind 105 Grad. So, ich hoffe, das war hilfreich für dich und hoffentlich, wie gesagt, hast du sogar eine andere Lösungsmöglichkeit gefunden, damit du möglichst verschiedene Wege kennenlernst, wie man solche Probleme angehen kann.